Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Zackfishing-Wels-Kanal. Heute dreht sich alles um einen Köder, der mit seinen Eigenschaften richtig interessant ist für uns Welsangler und noch viel interessanter für die Welse. Und das Beste daran ist, dass er absolut legal ist und man darf ihn in Deutschland verwenden. Einige davon habe ich hier schon dabei und worum sich es genau dreht, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, ich brauche euch ja nicht lang auf die Folter zu spannen. Ihr habt ja im Videotitel alle schon gelesen, worum es geht. Es dreht sich heute hier im Video alles um Blutegel und darum, warum die für uns Welsangler interessant sind und wie wir sie für uns einsetzen können bestmöglich. Ja, zunächst mal dazu, warum sie für uns interessant sind. Es ist einfach so, dass ja ein Wels ein Raubfisch ist, der wie alle Raubfische auf Bewegung reagiert, auf Bewegungsmuster. Und da wir in Deutschland eben darauf angewiesen sind, mit toten Köderfischen zu angeln oder eben mit Tauwürmern, haben wir jetzt nicht unbedingt besonders viele Bewegungsmuster zur Verfügung, die in Wels irgendwie reizen könnten. Beim Tauwurm noch eher als beim toten Köderfisch. Ein toter Köderfisch bewegt sich halt gar nicht. Und dementsprechend, was die Bewegung angeht, ist der Tauwurm auf jeden Fall noch interessanter als der tote Köderfisch. Allerdings, sag ich mal, sind seine Bewegungen und Bewegungsmuster, die er abgibt, auch recht überschaubar im Vergleich zu Blutegeln. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und was noch ein weiteres Problem ist beim Tauwurm, gerade wenn man höhere Wassertemperaturen hat und die Weißfischaktivität ist relativ groß, dann hat man oft das Problem, dass die Weißfische vorm Waller an der Welsmontage sind und die komplett aufräumen und leer machen, bevor der Wels überhaupt darauf aufmerksam werden kann. Und das ist natürlich ein Problem und dagegen sollte man sich natürlich irgendwie schützen. Und ein Mittel ist da dann eben definitiv der Blutegel. Denn Weißfische und Blutegel, das ist irgendwie nicht so doll. Also die Weißfische stehen da jetzt nicht so besonders drauf, lassen die in Ruhe komplett. Und gleichzeitig ist es auch so, dass der Blutegel bei hohen Wassertemperaturen, ich sag mal über 16, 17 Grad, wirklich so richtig agil wird im Wasser und an seine Umgebung viele Bewegungsreize aussendet. Und das ist eben spannend für uns. Und dementsprechend sollte man ihn, wenn man die Möglichkeit hat, auch nutzen. Ja, aber bevor wir uns jetzt hier großartig vertiefen in Anwendungsfälle, Montagen und Co., ist es ja erstmal wichtig zu klären, wo kriegen wir die Blutegel überhaupt her. Und da ist es so, dass es vor einigen Jahren tatsächlich Blutegel fast ausschließlich in Apotheken gab, wo sie verkauft wurden zu medizinischen Zwecken. Mittlerweile ist aber die Angelindustrie, sage ich mal, auch darauf aufmerksam geworden und es gibt eigentlich schon eine recht große Zahl an Shops, gerade Online-Shops, die diese Blutegel dann wirklich auch vertreiben. Und da kann man die eigentlich dann auch problemlos beziehen. Man kriegt die dann in verschiedenen großen Stückzahlen, kann man sich aussuchen und die Preise sind eigentlich auch ganz human. Man kann sie auch, wenn man sich eine größere Menge bestellt, zu Hause hält dann. Also das ist eigentlich kein Problem. Da reicht ein Behältnis mit Wasser, was weiß ich, ein Eimer mit Deckel oder so. Das ist auch ganz wichtig, der Eimer, wenn ihr einen Deckel habt und ihr macht Löcher rein, damit Sauerstoff reinkommt, macht ihn nicht zu groß, denn die Blutegel ziehen sich wirklich, die können sich total dünn machen und ziehen sich dann wirklich durch die kleinsten Löcher irgendwo raus oder rein. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, sonst können dann nachher die Egel im Keller suchen gehen und das braucht kein Mensch. Ansonsten sollten die Egel kühl stehen und wenn ihr sie über einen längeren Zeitraum hältert, dann könnt ihr sie ab und zu füttern. Da gibt es verschiedene Varianten, also ich habe da wirklich auch schon alles gehört vom Füttern mit Tauwürmern bis zur Spezialanfertigung von irgendwelchen Blutwürsten, Spezialblutwürsten für Blutegel, mit denen man die dann gefüttert hat. Ich persönlich fütter meine nicht. Ich verfische sie einfach auch immer relativ schnell, von daher betreibe ich da jetzt gar keinen großen Pflegeaufwand. Aber das muss ja dann jeder machen, wie er es für sich für richtig hält und dann kann man das ja entsprechend anpassen. Ja, und wenn die Blutegel dann da sind, ich weiß nicht, habe ich es eben gesagt, dass man sie kühl hältern sollte, das ist auch noch ganz wichtig, also wenn ihr irgendwie das ganze Behältnis, wo ihr die Blutegel drin hat, in irgendeinen Kühlschrank stellen könnt oder im Keller, in irgendeinen dunklen Raum oder so, das ist eigentlich das Beste. Ja, die werden auch geliefert in Beuteln oder in Packungen, wo dann schon so Eis oder so Eisgel, ich weiß nicht, wie man das nennt, drin ist, Kühlgel, was die Temperatur wirklich niedrig hält im Päckchen.
Worauf man noch achten sollte, das habe ich jetzt leider nicht gemacht, das ist aber ein kleiner Tipp, wenn ihr die bestellt, schaut, dass die medizinisch rein sind, das heißt, dass die wirklich hygienisch sind am besten, sodass wenn die euch mal beißen sollten beim Beködern, dass ihr euch nicht irgendeine Scheiße einfangt, auf Deutsch gesagt, oder irgendeine Krankheit oder irgendwas, weil das braucht kein Mensch und ja. So Leute, dann kommen wir mal zu den Montagen bzw. zu dem, was man braucht, um die Blutegel anzuködern vernünftig und die Montagen herzustellen. Und zwar habe ich dann hier erstmal die beiden vorgerichteten Vorfächer. Warum die so aussehen, erkläre ich gleich noch. Dann habe ich hier zwei Stücke RigTube, keine Ahnung, 3-4 cm lang. Und dann eine Rolle Bindedraht, das ist ein Bauhaus, eine Schere und Handschuhe. Und jetzt fragt ihr euch, wieso braucht er jetzt Handschuhe? Alles andere ist ja irgendwie noch vielleicht logisch, aber Handschuhe, ja, es ist halt eben so, dass die Blutegel, die ich mir bestellt habe, eben nicht hygienisch rein sind oder wie auch immer man das genau bezeichnen würde, wenn es so wäre, aber so ist es eben nicht. Die Dinger sind nicht für medizinische Zwecke gedacht, sondern rein als Angelköder. Dementsprechend wurden sie eben nicht gereinigt. Dementsprechend besteht natürlich das Risiko, dass wenn mich einer von den Kollegen jetzt gleich in die Hand beißt, dass ich mir da irgendwas einfange. Das Risiko ist wahrscheinlich relativ gering, aber trotzdem habe ich keinen Bock drauf. Also mir ist das egal, wenn ich einen Waller greife oder sonst irgendwas, das ist alles nicht so schlimm. Aber hier mit so Blutegeln und so, ehrlich gesagt, habe ich damit keinen Vertrag. Ich weiß nicht, was die mir alles einschleppen können und das braucht kein Mensch. Ich weiß ja nicht, aus welchem Sumpf die da kommen. Und dementsprechend Handschuhe. Wo fange ich an? Und zwar ist es so, dass ich eben jetzt aus dem Draht und aus diesen Schläuchen was bastel. Und zwar, ich kann es euch eigentlich hier an dem Material gut zeigen, hier am geflochtenen Vorfach. Ich mache das jetzt so, dass ich die Montage grundsätzlich mit einem Einzelhaken fischen möchte, weil der völlig ausreicht für das, was ich vorhabe. Und ich gehe jetzt hin und schiebe einfach hier diesen RigTube, die Stücke, so wie ihr das jetzt hier seht, so auf den Hakenschenkel. Einen in die Richtung und einen in die Richtung. Dann sieht das Ganze so aus. So, und das brauche ich jetzt gleich als Adaptionsstellen sozusagen für die Blutegel, die ich jetzt im zweiten Schritt quasi vorbereite. Und zwar gehe ich dafür hin, mache das Glas auf, ziehe mir die Handschuhe an, lenke mir hier so ein Stück von dem Draht ab, keine Ahnung, 20 cm oder so. Übrigens der Tipp, verwendet dafür, wenn ihr unsere Scheren nehmt, hierhin das letzte Stück von der Schneide, weil die ist auch dazu gedacht, Drahtstücke mal durchzupetzen. Wenn ihr das mit der Hauptschneide macht, dann werden die Dinger stumpf und dann freut ihr euch. Deswegen immer ganz hinten abpetzen, dann passt das. So, ich habe jetzt hier mein Stück Draht und jetzt hole ich mir hier meinen Blutegel-Kollegen. Erkennt ihr den überhaupt vom schwarzen Handschuh? Ich weiß es nicht. Ja, da bewegt sich was. Seht ihr? Und so Blutegel haben eben an jedem Ende einen Saugnapf. Und ich mache es eben so, dass ich jetzt mit dem Draht nicht direkt durch den Saugnapf durchgehe, sondern kurz unterhalb eben einsteche, weil sich herausgestellt hat, dass das wohl so der zäheste und damit auch widerstandsfähigste Bereich ist, sodass ich dann vermeide, dass der Draht irgendwie ausreißt oder so. Und am besten macht man das dann, indem man den Blutegel auf irgendeine Oberfläche aufsetzt, wo er sich festsaugen kann und ihn eben dann durchsticht. So, also ich habe jetzt hier den Blutegel, setze den jetzt mal hier aufs Holz auf. Ich hoffe, dass er sich da auch festsaugen kann. Aber selbst wenn nicht, dann halte ich ihn fest und durchsteche ihn mit dem Draht. Da wäre es jetzt auch gut, wenn man einen Draht hätte, der halt relativ zäh ist, also beziehungsweise relativ steif, weil dann funktioniert das mit dem Durchstechen eben besser. So, jetzt ist der Egel auf dem Draht und jetzt fange ich an, hier einfach eine Schlaufe zu legen. So, genau, und dann umwickle ich das quasi einfach immer mit dem einen Drahtende lege ich das immer wieder um die Achse, sodass das Ganze, dass die Schlaufe hier quasi geschlossen wird. Das mache ich jetzt mal. Ist mit den Handschuhen jetzt natürlich auch ein bisschen fummelig, aber geht. Muss gehen.
So, so ist das Ganze jetzt hier schon sauber verschlossen. Der Draht geht nicht mehr auf. Ich schneide jetzt hier das überstehende Ende ab. Das nehme ich natürlich nachher mit heim und lasse es nicht einfach in der Wiese liegen. Und dann kommt der springende Punkt. Ich richte mal die Kamera nochmal neu aus. Einen Moment. So, und dann kommt hier der springende Punkt. Also ich habe jetzt hier meinen Draht soweit fertig. Dann kommt mein Vorfach wieder ins Spiel. Ich habe jetzt den Draht hier reingeschoben durch den Schlauch, der auf meinem Haken sitzt. Ziehe ihn jetzt bis bei. Ziehe sogar diese ganzen Wicklungen, die ich hier gelegt habe, noch in den Schlauch. Dann verschwinden die. So. Und dann habe ich ja hier dieses überstehende Drahtende und das wickele ich jetzt einfach um diesen Schlauch rum. Ja. Bisschen schwer, das alles so im Detail zu zeigen. Aber ich zeige euch immer, oder ich kommentiere es halt immer und zeige euch dann die Zwischenergebnisse, sodass ihr hoffentlich dann auch folgen könnt. Und dann legt ihr das überstehende Drahtende einfach, weiß nicht, 3-4 Mal um den Schlauch herum. Und dann reicht das. Das springt ja nicht mehr auf. Ja. So. Das sieht dann so aus. Dann petzt ihr das überstehende Ende ab. So. Letzte Schönheitskorrektur. Und dann sieht das Ganze hier schon mal so aus. Ja. Und genau dasselbe mache ich jetzt noch ein zweites Mal mit einem zweiten Egel und den hänge ich dann hier ein. So, und warum mache ich jetzt diesen Aufriss? Ich setze ihn mal gerade wieder ins Wasser zwischendurch. Warum mache ich diesen Aufriss? Es ist halt so, dass sich gezeigt hat, dass die Egel dazu neigen, sich aneinander zu verbeißen, wenn man sie an der Montage festgemacht hat und sie sich gegenseitig erreichen können. Jetzt ist es so, hier ist der Abstand noch nicht unbedingt so groß, dass sie sich gar nicht erreichen können, aber es hat sich auch gezeigt, dass es reicht, um wirklich in den meisten Situationen sicher zu sein, dass nichts passiert. Wer auf ganz komplett Nummer sicher gehen will, der kann natürlich einfach die Schlauchstücke hier verlängern, sodass mehr Distanz entsteht. Das passt dann immer noch und dann locken diese beiden Egel hier schön parallel nebeneinander und sauber präsentiert an der Montage. Und ich habe es eben gesagt, ich angel es nur mit einem Einzelhaken, das seht ihr ja hier auch. Das reicht. Also wenn ein Waller kommt und den attackiert oder dieses Köderpaket dann attackiert, da reicht diese eine Hakenspitze auf jeden Fall, um einen sauberen Hakeffekt herbeizuführen. Ich mache jetzt noch den zweiten Egel dran, dann zeige ich euch, wie es aussieht und dann setzen wir das Ganze mal noch ins Wasser. So, beide Egel sind montiert und ich muss sagen, ich finde, das sieht jetzt hier an der Luft ja wohl wirklich schon total attraktiv aus, wenn man jetzt als Wels denkt. In allen anderen Fällen natürlich nicht. Und wir setzen das Ganze jetzt mal ins Wasser. Da filme ich auch nochmal drüber, dann seht ihr mal das Verhalten unter Wasser. So, seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das erkennen einigermaßen. Die Schwimmbewegungen, die sie machen. Ich sage immer, mich erinnern die Blutegel irgendwie immer an kleine Aale. Und jeder, der sich beim Welsangeln ein bisschen auskennt, weiß, dass Aale nicht die allerschlechtesten Welsköder sind. Und wenn man das jetzt hier so sieht, dann kann man sich schon vorstellen, dass Welse darauf aufmerksam werden und auch beißen. So, also ich habe jetzt hier gerade mal die Egel wieder abgemacht vom Vorfach. Die kann man übrigens auch wiederverwenden. Ich habe sie jetzt abgemacht, weil ich sie erst später brauche und dann einfach wieder drauf schieb mit den Rig Tubes. Generell kann man aber auch die Blutegel wiederverwenden nach dem Angeln, wenn sie keinen Biss gebracht haben. Einfach wieder zurück in die Box bringen. Ich mache das immer so, dass ich dann eine zweite Box habe für die Egel, die zurückkommen, damit die einfach von den noch frischen getrennt sind und ich auch immer einen Überblick habe, wer jetzt noch fit ist oder wer jetzt frisch ist noch und wer nicht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, halten die mehrere Ansitze aus, das ist kein Problem. Das solltet ihr halt wissen, nicht, dass ihr sie unnötig dann irgendwie wegwerft oder sonst irgendwas. Jetzt noch ein Wort hier zu meinen Vorfächern. Also zu den Einzelhaken muss ich glaube ich nichts mehr sagen. Das habe ich jetzt glaube ich zweimal gesagt. Was man noch machen könnte an der Stelle wäre Zirkelhooks statt Einzelhaken verwenden. Das geht auch. Warum Zirkelhooks Sinn machen, könnt ihr euch mal in dem Video ansehen über Zirkelhooks. Kann man mal hier gerade verlinken. Und ansonsten ist es eben so, dass ich hier, wie ihr seht, einmal ein geflochtenes Vorfach habe. Hier zu meiner linken. Und einmal ein monophiles Vorfach habe zu meiner rechten. Und das ist kein Zufall. Und zwar ist es so, dass wenn ich abspanne, ja die Schnur senkrecht von oben
runterkommt ins Wasser. Ja? So. Und dann hängen die Egel hier unten dran. Dadurch haben sie eben keine Möglichkeit, irgendwie großartig in Kontakt zu kommen mit dem Rest der Montage und da irgendwas zu veranstalten damit. Aber genau das habe ich eben beim U-Posenangeln nicht. Beim U-Posenangeln kommt die Schnur vom Grund hoch. Durch den Auftriebskörper wird sie hochgezogen mitsamt dem Köder. Und das Ganze steht dann ungefähr so im Wasser. So. Und dadurch, dass aber jetzt die monofile Schnur ein bisschen steifer ist, hält sie automatisch den Einzelhaken in einer größeren Distanz zum Rest vom Vorfach, als wenn ich das Ganze mit einem geflochtenen geangelt hätte. Weil, ihr seht's, wenn ich es mal direkt neben dran halte, das geflochtene ist halt eben wesentlich weicher und fällt dementsprechend direkt nach der U-Pose. Da würde nach der U-Pose direkt nach unten fallen, wegen dem Hakengewicht und auch wegen dem Ködergewicht. Und somit wäre ich wieder näher hier an meiner Vorfachschnur dran, die vom Grund hochkommt. Und das habe ich eben hier bei monofilen nicht, beziehungsweise nicht so krass. Ich habe da ein bisschen größeren Abstand, ein bisschen größeren Puffer und deswegen setze ich beim U-Posenangeln mit Egeln eben gerne auf monofile Vorfächer. Ja Leute, und das war jetzt zumindest vorerst mal alles, was es so zu den Blutegeln beim Welsangeln zu sagen gibt. Wenn sich da in Zukunft noch irgendwas rausstellen sollte, kann es auch sein, dass es da mal nochmal ein zusätzliches Video dazu gibt. Werden wir sehen. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist Stand bis jetzt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe vielleicht, das eine oder andere ist dabei gewesen für eure Angelei. Und solltet ihr im Zackfishing Online-Shop bestellen, dann denkt auf jeden Fall an den Bestellcode Zack, denn dann unterstützt ihr diesen Kanal und ihr bekommt was gratis in eure Lieferung. Finde ich super cool, den Deal. Denkt auf jeden Fall dran, falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr immer alles mitbekommt. Ich hoffe, ihr seid dabei und ich hoffe vor allen Dingen, ihr seid bei einem der nächsten Videos wieder dabei, sodass wir uns dann dort wieder sehen. Also, bleibt gesund und munter, fangt ein paar Fische, lasst euch gut gehen. Bis dahin, ciao.